Es ist der erste Urlaubstag von Peppa und ihrer Familie in Italien. Oh, Urlaub! Papa Wutz ist schon in aller Frühe auf. Erstmal ein kleiner Morgenspaziergang. Guten Morgen, Signore Wutz. Sie haben ja schon den Pool gefunden. Das ist Signore Bock. Er kümmert sich um das Ferienhaus. Papa ist ins Wasser reingefallen. Das ist nicht lustig. Doch, es ist sogar sehr lustig. Sagen wir mal, es ist ein bisschen lustig. Das ist meine Tochter. Hallo, ich bin Barbarella Bock. Ich bin Peppa Wutz. Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie irgendwas brauchen. Wir möchten zu den Sehenswürdigkeiten. Unser Dorf ist wunderschön. Ich zeige es euch. Sehr gut. Ich ziehe mir nur schnell trockene Sachen an. Ich sehe doch nicht wie ein Tourist aus, oder? Nein, das ist perfekt. Seid ihr alle bereit? Ja, Papa Wutz. Na dann, los! Das ist Barbarellas Dorf. Das ist der Laden von meiner Tante. Kann ich eine Postkarte schreiben? An wen genau? Meinen Goldfisch. Ein Goldfisch? Vielleicht eine Karte mit Meer? Ja, goldiger Fisch liebt Wasser über alles. Bongo-Trommeln, Teppiche, Gartenzwerge. Wer kauft diesen Plunder? Touristen. Oh, hallo. Buongiorno. Mama Wutz kauft viele Andenken für zu Hause. Mama Wutz, wir haben nicht genug Platz im Koffer für das alles. Keine Sorge, Papa Wutz, einen großen Koffer gibt's hier auch. Das ist das Dorfcafé. Ciao, Barbarella. Mein Onkel macht sehr gute Pizza. Ihr esst Pizza hier in Italien? Pizza wurde in Italien erfunden. Oh, super. Ich liebe Pizza über alles. Kleine bisschen Tomato, kleine bisschen Käse, ab in die Ofen und dann... Rein in meinen Magen. Vielleicht der erste noch im Backe, hä? Na gut. Papa, sollen wir jetzt die Karte an deinen Goldfisch schreiben? Ja, ich vermisse Goldi ganz doll. Liebe Goldi, ich vermisse dich sehr. Grüße und küsse Peppa. Du kannst die Karte hier reinwerfen. Tschüss, Postkarte. Flieg ganz schnell nach Hause. Pizza, Pizza, Pizza. Mmh, lecker. Peppa liebt Pizza. Alle lieben Pizza. Hat es dir auch geschmeckt, Teddy? Ja, das war sehr köstlich. Magnifico, Onkel Bock. Deine Pizza wird immer einen besonderen Platz in meinem Magen haben. Dankeschön. Ciao. Wiedersehen. Oh weh, Peppa hat Teddy im Café vergessen. Was haben wir doch für einen herrlich entspannten Urlaub. Überlasst mir das Reden. Herr Wachtmeister, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es kommt nicht wieder vor. Signore Wutz, Ihr Daddy. Teddy! Dankeschön. Ich mache nur meine Arbeit, Signora. Peppa und ihre Familie sind wieder zurück in ihrem Ferienhaus. Schlafenszeit. Können wir noch bei Goldi anrufen, Mama? Na gut. Oma und Opa Wutz passen auf Goldi den Fisch auf, solange Peppa im Urlaub ist. Glaubst du, wir geben Goldi auch genug Futter? Hallo? Hallo, Opa. Ist mit Goldi alles klar? Goldi geht's prima. Ich habe ihr heute eine Karte geschickt. Ist sie schon angekommen? Hoho, noch nicht. Aber ich bin sicher, sie wird bald ankommen. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Peppa. Peppa und George schlafen sofort ein.